wird schön in der Früh, fahre ich nach Pforzheim mit einem Flixtrain, das werde ich mal dokumentieren. Das ist zwar jetzt nicht die krasse Reise, aber bin auf jeden Fall wieder viel zu früh hier. Die Bahn ist 13 Minuten hierher gefahren, die BVG. Naja, jetzt bin ich hier Hauptbahnhof im Fahrstuhl und jetzt suche ich mal meinen Gleis 3. Ich bin über 40 Minuten zu früh, sehr gut. Ich hätte noch ein bisschen pennen können. Es ist 6.40 Uhr jetzt. Um 7.20 Uhr geht mein Zug. Ja, mal, und dann bin ich mal gespannt auf jeden Fall, wie Flixtrain ist. Das ist das erste Mal, dass ich damit fahre. Werden wir mal schauen. Hier sieht man mal den Hauptbahnhof. So interessant ist der auch nicht. Den kennen wahrscheinlich alle, die hier schon mal in Berlin waren. Ah, und jetzt heißt es erstmal warten. Ja, wie sollte es auch anders sein? Halbe Stunde Verspätung, scheiß Flixtrain, fähr ich einmal Zug in meinem Leben und muss sofort wieder Verspätung. Eine halbe Stunde, wirklich gerade bei der so einer Zeit hier und es ist so ungemütlich und kalt hier. Zugfahren, weiß ich schon, warum ich es hasse. Ich hasse Zugfahren wie die Pest, so, ja. Sogar mit dem Bus ist besser. Bus fährt immer pünktlich los. So, das hier muss hier wieder, jetzt muss man hier wieder dumm an einem Bahnsteig in der Kälte rumstehen. Besser hätte man zu Hause noch chillen können. Naja, das fängt schon wieder gut an. Ich hasse Bahn, wirklich. So, endlich im Zug. 35 Minuten Verspätung. Das ist auf jeden Fall sehr geil, wenn man so früh aufstehen muss. Und dann 35. Aber egal, jetzt sind wir drin. Der Zug ist übelst unbequem. Man kann die Sitze nicht zurückmachen. Man sitzt hier einfach so senkrecht einfach. Man kann sich ein bisschen anlegen. Richtig ekliger Zug. Also bis jetzt, sage ich euch, Flixtrain meidet Flixtrain. Wirklich. Da hätte ich lieber einen 30er mehr bezahlt und wäre dann mit ICE durchgebrettert. Kann ich euch sagen. Hier sieht man mal, letztens auch nicht gerade, ist auch nicht gerade leer hier. Naja, was soll's. Nicht vergessen, ich wiederhole einmal, das Zugpersonal zum Wagen 4, Sitzplatz 12. Das Funkgerät wurde dort vergessen bei dem Fahrgast. So, alle wurden jetzt, alle, die keinen zugeteilten Sitzplatz haben, rausgeschmissen aus der Bahn. Mit Androhung der Bundespolizei, die auch schon bereit stand. Denn der Bus einfach so, weil der Zug ist so voll gekloppt, dass hier alle Plätze voll sind und Leute stehen mussten. Das ist aber nicht zugelassen. Die wurden jetzt rausgeschmissen. Die mussten jetzt aussteigen und können irgendwie anders weiterfahren, keine Ahnung. Die Bundespolizei, wie gesagt, stand schon parat. Der Schaffner hat hier gerade sein Funkgerät vergessen, ja, auch lustig. Ja, ich habe hier wieder auf jeden Fall mir einen Platz behauptet. Und jetzt geht's weiter im Programm. Also Flixtrain, das Schlimmste, es gibt das Schlimmste, also das Deutsche Bahn noch richtig Luxus. Kann man meinen Platz sehen? Ich weiß nicht, welcher HS-Alter diese Dinger hier konstruiert hat. Richtig behindert, so schränkt dich hier voll in den Sitz ein. So. Hier sind immer richtig voll alles. Naja, jetzt geht's weiter. Hier haben wir mal die schöne Toilette. Typisch alte Klo. Hier, ab. Wir können ja nur eingleisig fahren und wir müssen jetzt hier den Gegenverkehr abwarten, bis es weitergeht. Also war das Gefahr bis jetzt für die Katz. Aber ich versuche weiter Zeit rauszufahren. Also nehmt mir nicht verübel, wenn es ein bisschen ruppiger wird. Aber ich versuche von der Verspätung was wegzubiegen. Aber, wie ihr seht, Abenteuer Eisenbahn, jeden Tag aufs Neue. Ich wiederhole die Abfahrt und die Weiterfahrt hier verzögert sich noch um ein paar Minuten, weil wir warten auf den Notarzt. Ja, wir stehen jetzt hier in Fulda, der Sanitäter ist gerade gekommen, Notarzt, wahrscheinlich jetzt ein Herzinfarkt oder sowas im Zug, kein Wunder bei der Hitze. Ich hoffe, dass es jetzt bald weitergeht und hoffe, dass nichts Schlimmes ist mit den Betroffenen. So, jetzt hat der Flixtrain einfach rausgeworfen, jetzt fährt er weg, ist jetzt ganz gecancelt. Und jetzt sollen wir einfach sehen, wie wir von Fulda jetzt weiterkommen. Das müssen wir alles selber klären.
Matrix-Train ist wirklich die Hölle, sage ich euch. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Jetzt ist wirklich, hat irgendein Herzinfarkt gehabt im Train. Jetzt ist die Verspätung zu groß, dass der ganze Train einfach gecancelt wird. Jetzt sieht man hier den ganzen Bahnsteig voll mit Leuten und da wird sich um nichts gekümmert. Es wird einfach rausgerufen, sagt, die sollen einfach irgendwie anders weiterfahren. Das wird dann erstattet. Aber es wird nichts organisiert von Trix 10. Das wird einfach, die Leute werden einfach hier mitten in der Walachei rausgeworfen. Also richtig kranke Scheiße, habe ich noch nie erlebt, sowas. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass es so spektakulär wird hier mit FlixTrain. So, jetzt sitze ich im ICE. Hat 87 Euro gekostet. Das wird angeblich erstattet von FlixTrain. Werden wir nochmal sehen. Jetzt geht's bis Würzburg, dann umsteigen in die Regio, bis Stuttgart und dann nochmal bis Pforzheim. Also es ist auf jeden Fall ein Horrortrip. So, jetzt endlich in Stuttgart angekommen. Jetzt geht's weiter nach Pforzheim. Hab jetzt gerade mit dem Supporter geredet. Jetzt, ich soll die Rechnung danach einreichen und dann kriege ich zurückerstattet. Ich hoffe, das klappt auch alles. Auf jeden Fall war es jetzt eine Tour mit FlixTrain. Der schlimmste Trip meines Lebens, wirklich. Also wirklich Fulda einfach rausgeschmissen. Erstmal haben die ganze Zeit Leute rausgeschmissen während der Fahrt. So haben sie gesagt, nein, Leute, die stehen dürfen nicht. Obwohl die Reservierung hatten alles. Und rausgeschmissen und es wurde halt die Bundespolizei gekommen. So, dann hat da irgendwer auf einmal einen Herzinfarkt da oder irgendwas. Dann meinte ein Sanitäter kommen. Dann haben wir in Fulda einen Zwischenstopp gemacht wegen Krankenwagen, haben da gewartet. Alle sind ausgestiegen. Da meinte auf einmal, ja, der Zug fährt gar nicht mehr weiter. Wir in Fulda, so, ey, was ist denn jetzt los? Da sagte, wir sollen einfach ICE nehmen. So, dann bin ich mit ICE Richtung Würzburg gefahren. Von Würzburg dann jetzt Richtung Stuttgart mit der Regio und jetzt von Stuttgart nach Pforzheim mit dem IC. Ja, das ist wirklich ein Trip, sage ich euch. Ich komme jetzt so mit so gut 2 Stunden Verspätung an. Ist gar nicht mal so viel. Die Deutsche Bahn hat rausgeholt eigentlich, muss ich sagen. Aber FlixTrain kann ich euch einfach gar nicht empfehlen. Das ist das Schönste, was es gibt. So. Ja, ich habe jetzt hier nicht viel vom Weg gezeigt. Ist auch voll interessant jetzt hier im Zug. So der... Ja, also das ist da wirklich ein Trip. Jetzt bin ich froh, wenn ich endlich in Pforzheim ankomme. Der braucht jetzt nur eine halbe Stunde dahin noch und dann bin ich endlich da und kann meine Füße hochlegen. So, jetzt ist unser Gleis belegt, wo wir anlegen. Wir sind also eine Minute vor Pforzheim und jetzt stehen wir hier auf der Strecke, weil irgendein Zug da im Bahnhof liegen geblieben ist. Also jetzt reicht's leider. So, hier sind wir jetzt an unserem Apartment angekommen. Das ist ein wunderschönes Apartment im Herzen von Pforzheim, wird das beschrieben. Hier ist richtig Ghetto-Stadt, ja. Da muss man echt mal sagen. Jetzt werden wir mal schauen, wo hier alles ist. Oh. So, jetzt sind wir da. Bis wo ist jetzt hier mein Schlüssel? Hä? Hier soll irgendwo so ein Zahlenschloss sein. Ist nicht... Na, ich suche mal kurz. So, hier haben wir es gefunden. Na, ich mach das mal kurz. So, jetzt haben wir hier den Schlüssel gefunden in der Dings. Und ist gleich hier oben. Ach, so gut, hier. Hier haben wir es. Endlich angekommen. So, kann man mal schauen. Oh, sieht eigentlich ganz anständig aus. Hat man hier, das ist eigentlich ganz anständig, das muss man sagen. Küche, Bad. Ja. So, jetzt mache ich mich mal fertig, gehe mal auf Klo und dann gehe ich was essen. Hier sieht man die atemberaubende Ausblick. Jetzt sieht man hier noch ein paar Eindrücke noch von Pforzheim. Ist wirklich nicht so eine krasse Stadt, muss ich sagen. Ich habe gedacht, es wäre so schön in Baden-Württemberg, so ein kleines traditionelles Dörfchen, Alter. Nix ist, Alter, voll die Ghetto-Stadt, man. Nur hier irgendwelche Dönerläden, da Supermarkt, Alter, und Ceylan-Supermarkt, da auch türkischer Supermarkt. Überall hier, Alter, das ist ja nicht mehr normal, Mann. Naja, gehen wir mal in die Stadt, in Mitte, ich gehe was essen und gehe mal zum Supermarkt. Kleines Flüsschen, da eine Kirche. Vermuten, dass die hier nicht so gut besucht ist. Hier sieht man die Ghetto-Hochhäuser. Jetzt gehen wir mal hier rein. Hier soll es irgendwie gar keinen Supermarkt geben. Ist nicht schlecht hier. Also. Gucken wir
gucken, ob ich mal hier ein bisschen Bier kriege. Also auf jeden Fall noch einen trinken jetzt hier zum Einschlafen. Zum Supermarkt was essen. Und dann geht's ab in die Haia. Es reicht mir für heute. Hier sieht man mal, wie es hier so abläuft. Es sieht echt aus wie in Neukölle hier, Alter. Auf jeden Fall alles interessant hier. So, da ist Pizzeria, Drogerie. Das ist interessante Architektur natürlich, weil hier alles wieder so hoch und runter geht. Das ist so ein Bergstadt, Bergdorf, keine Ahnung, was das hier ist. Großstadt soll das hier sein. Hier ist eine Einkaufsstraße. Ich hoffe, hier wird mal irgendwo einen Laden geben, wo man Lebensmittel kaufen kann. Ja, Galeria Kaufhof ist auch zu. Diese Filiale ist geschlossen. Sehr gut. Gibt's auch nichts. Also ich werde jetzt hier noch ein bisschen in der Stadt rumstiefeln. Wenn ich was Interessantes sehe, zeige ich es. Sonst ist es ja eigentlich nicht so interessant ist hier. Ich bin auf jeden Fall durch. Ich mache heute nicht mehr viel. Essen, Supermarkt. Und dann ab wieder ins Apartment und chillen. Heute war ein harter Tag. Auf jeden Fall eine dicke Einkaufsstraße haben sie hier auf jeden Fall. Und da hinten soll jetzt ein Penny sein. Da werde ich mal jetzt hinstiefeln. Ich hoffe, das stimmt auch. Nochmal der Bahnhof. Hier alles voll mit Dönerläden. Ich gehe jetzt da vorne zum BK, Burger King und zwirbel mir da zwei schöne Burger rein. Penny habe ich auch schon gefunden, da werde ich gleich hingehen und dann ist gut. Boah, jetzt gut vollgefressen, zwei Whopper habe ich gegessen, Plant-Base. Die waren jetzt nicht so geil, aber jetzt bin ich auf jeden Fall gut satt. Schön Menü mit Pommes allen drum und dran. Jetzt gehe ich noch zu Penny, hole noch ein paar Sachen und dann ab ins Apartment. Reicht mir für heute. Reicht hier wirklich. Kann man nochmal die Straße sehen? Sieht ganz interessant hier aus. Das ist alles so ein bisschen so auf und ab immer. Das ist halt so eine bergige Stadt hier. Ah ja. Also die Kamera herkommen muss man nicht. So, jetzt sind wir hier am Pforzheim Bahnhof. Hauptbahnhof, jetzt geht der Weg zurück. Mal sehen, wie das jetzt diesmal läuft mit FlixTrain. Hier hinten in diesen Häuschen da habe ich gerade gefragt, ich habe nur eine Viertelstunde Umsteigezeit und ich muss ja mit der IAE1 fahren Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Da ist noch ein Zug früher. Ich habe den gefragt, ob das geht. Der meinte, ja, es geht. Es geht auf jeden Fall, dass ich einen Zug früher nehme, weil IAE ist ja nicht zuggebunden. Und ja, jetzt warte ich halt auf den einen Zug früher. Weil ich habe jetzt keinen Bock, wenn der sich 10 Minuten verspätet, dann ist es fast unmöglich, den anderen Zug noch zu bekommen. Wenn der pünktlich ist, ist auch wieder die Frage. Aber auf jeden Fall jetzt wieder Odyssee zurück. Ich hoffe, es wird nicht wie gestern. Das war ja wirklich krasses, was ich hier erlebt habe. Naja, gucken wir mal, hoffen wir das Beste. So, angekommen in Stuttgart. Ich habe einen Zug früher genommen. Hier, so eine S-Bahn ist der. Hat geklappt, wurde auch nicht kontrolliert. Jetzt schauen wir mal weiter, ob mein Train ist. Ich habe schon so einen Flix-Train da stehen sehen. Weiß nicht, ob das meiner ist. Mal gucken, ob der pünktlich kommt. Ich hoffe, diesmal klappt alles reibungslos. Ich bin mega fertig. Heute Nacht auch kaum gepennt. Ich bin am Ende, wirklich. Also, Tortur ist diese Fahrt hier. Direkt leer hier. FlixTrain, wieder Verspätung natürlich. Ich habe bis jetzt nur 10 Minuten. Ich hoffe, das bleibt dabei. Also macht ihr mal Hektik, Alter, und versucht pünktlich zu sein. Dann habt ihr den Zug davor genommen und damit man bloß hier den Anschluss schafft. Und es war wieder so klar. Und der Scheiß-Train steht da hinten schon. Und ich weiß immer nicht, was. Das ist doch einfach nicht normal. Was machen die da, Alter? Sollen die sauber noch oder was? Ich meine, das ist doch alles. Das kann man doch alles einplanen. Ich hasse diese, also FlixTrain, sage ich euch ganz ehrlich, Train in die Hölle. Da wäre ich lieber ein Train to Busan, Alter, wirklich. Naja, also auf jeden Fall wird das ein Video, was nicht gerade für FlixTrain spricht. Ich habe jetzt wirklich gehofft, dass der jetzt wenigstens mal pünktlich kommt. Dass der jetzt mal pünktlich kommt, weil gestern, das war ja wirklich eine Tortur. Also das ist ja das Dreisteste, jemanden einfach irgendwo in eine Fulda rauszuwerfen und zu sagen, ja, bucht euch mal einen Zug. So, uns ist jetzt scheißegal, wie ihr weiterkommt in Fulda. Naja, ich will mal echt wissen, wie das Leute gemacht haben. Da waren so ein paar Omis da und so, die hatten bestimmt kein Handy oder konnten das auch nicht benutzen richtig so. Und dann will ich mal sehen, wie die das gemacht haben.
So, dann sind auch Leute, da meinten die, sollen einfach einsteigen in den Zug und dann da bezahlen. So, da war gar keiner drin. So, wenn die da erwischt worden sind, die sind bestimmt wegen Schwarzfahren dran gekommen. Da wette ich mit dir. Naja, ich hab's eingereicht, jetzt meine 87 Euro und einmal 21,40 Euro oder sowas. Mal bei FlixTrain, das wird auf jeden Fall auch noch in das Video reingemacht. Da wird mal sehen, ob die das hier auch bezahlen. Oder ob die da wieder Stress machen. Naja, haben sie sich auf jeden Fall ins Eingeweide, ins Fleisch geschnitten. So, jetzt sind es 25 Minuten schon Verspätung. Man steht hier, wartet so, die sagen, dazu kommt, dann kommt er nicht. Jetzt auf einmal 41 statt 16. Na, mal gucken, ob der am 41 kommt, da bin ich ja mal sehr pessimistisch. So, mittlerweile sind es 40 Minuten Verspätung, jetzt ist hier irgendein ICE eingefahren. Der steht jetzt hier einfach da, wo der FlixTrain eigentlich kommt. Ich hoffe, das ist jetzt unser Ersatzzug sozusagen. Aber mal gucken, es sind auf jeden Fall jetzt schon 40 Minuten Verspätung. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob... Ich hoffe, das ist der ICE. Dann kann man nämlich damit brettern. Das geht schneller und der ist auf jeden Fall komfortabler als der FlixTrain. Nein, der ICE fährt wieder weg. Der hat nochmal kurz einen kleinen Hallo gesagt hier am Bahnsteig. So ist keiner eingestiegen. Das ist einfach so ein Geisterzug gewesen. Der kam hier an, hat gehalten, keiner ausgestiegen, keiner eingestiegen. Jetzt fährt er wieder weg. Ja, ich hoffe, dass jetzt mal der FlixTrain kommt. Aber jetzt werden wir mal Zweifel stellen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, Update. 55 Minuten Verspätung. Wird. Ab 2 Stunden dürfen wir uns Ersatz suchen. Da kommt der FlixTrain. Aber der sieht aus, ob der auf einem anderen Bahnsteig fährt. Ich glaube, der kommt nicht hier rüber. Mal gucken. Jetzt ist er auf Gleis 8. Jetzt ist das so krass. Jetzt warten wir die ganze Zeit auf Gleis 6. Jetzt müssen wir aufs Gleis 8 alle rennen. Ist das ein kranker Kack. Weiter zum Berliner Hauptbahnhof. Zur Orientierung, die heutige Bahnreihe beginnt ganz vorne mit dem Wagen 1, gefolgt von Wagen 2, 3, 4, 5. So, jetzt sind wir auf jeden Fall endlich im Zug. Noch ein Hinweis, Tickets der Deutschen Bahn AG akzeptieren wir auf unseren Zug nicht, sollten Sie Ihr Ticket über die App DB-Navigator gekauft haben bei der Deutschen Bahn online oder sind im Besitz des Deutschland-Tickets, haben Sie für diesen Zug kein gültiges Ticket, bitte steigen Sie die nächste Station Heidelberg Hauptbahnhof aus und nutzen dann das Angebot der Deutschen Bahn. Dieser Zug ist dann komplett ausgebucht, somit können Sie keine weiteren Fahrkarten erwerben. Ich höre nochmal, Fahrgäste mit dem Ticket der Deutschen Bahn AG, wo auf dem Ticket ganz groß Deutsche Bahn draufsteht, ist nicht gültig. So wie das Deutschland-Ticket, das ist ebenfalls nicht gültig. Bitte steigen Sie die nächste Station Heidelberg Hauptbahnhof aus und nutzen dann das Angebot der Deutschen Bahn. Dieser Zug ist komplett ausgebucht, somit ist das Nachlösen und Nachbuchen von Fahrkarten nicht möglich. So, jetzt endlich im FlixTrain. Ich habe hier, der Glück gehabt, hat mir einen 2er-Platz, aber der Train soll irgendwie ausgebucht sein. Deswegen werden wir mal schauen, ob das der Fall ist. Jetzt ist nächste Station das Heidelberg. Ich hoffe, es steigen mehr aus als ein. Ah, mal schauen. Also, jetzt sind wir auf dem Weg. Ich hoffe, der Zug fährt jetzt auch durch. Nicht wie letztes Mal, dass er uns dann mitten auf dem Weg rausschmeißt. Ich bin auf alles gefasst. Also eben ist jetzt wirklich die Krümmung noch passiert. Leider konnte ich es nicht filmen. Hier war eine kleine Maus unten, hat gerade einen Krümel gegessen. Da wollte ich sie gerade filmen, ist leider weggerannt. Aber es ist echt hier, das wäre noch die Krönung für das Video gewesen. Noch Mäuse im FlixTrain. Unten kann man mal sehen, hier ist so eine Rille unter dieser Heizung oder was das ist. Und da kann die perfekt hier durch den ganzen Train, kann die durch. Es wäre geil, wenn die jetzt auf einmal hier rauskommt. Naja. Hauptbahnhof. Über Berlin-Südkreuz weiter dann zum Berliner Hauptbahnhof. Zur Orientierung ganz vorne beginnt der Wagen 1, gefolgt von Wagen 2, 3, 4, 5, 6 und zum Schluss der Wagen 7. Sitzplatzreserve im gesamten Zug ist aufgehoben. Grund ein Systemfehler in der Buchungssoftware von FlixTrain. Der nächste freie Sitzplatz, den Sie sehen, können Sie gerne nutzen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit halten Sie bitte weiterhin Gänge und Feuerlöcher frei von Gepäckstücken und anderen Sachen. Vielen Dank. Halle-Saaler Hauptbahnhof haben wir mit einer aktuellen Verspätung von 70 Minuten verlassen. Grund dafür war eine Störung
an unserem Zug in Berlin, ach in Stuttgart, sowie eine Störung an unserer Lok in Eisenach. Unser nächsten Halt Berlin Südkreuz werden wir voraussichtlich gegen 22 Uhr um 12 erreichen. Wünschen dann noch eine angenehme Reise. Also es funktioniert die Software nicht und die Züge funktionieren auch nicht. Was funktioniert hier eigentlich? So, endlich in Berlin angekommen. Tortur, sage ich nur Tortur. Jetzt werde ich noch was futtern hier, glaube ich, und dann geht's ab nach Hause. Fazit und alles gibt's morgen. Mache ich dann mal zu Hause und dann werde ich noch mal natürlich in das Video packen, ob ich mein Geld zurückbekommen habe. Weil das ist jetzt, interessiert mich jetzt am meisten. Ich habe zwar eine Bestätigungsmail bekommen, dass es eingegangen ist. Aber ob ich das wirklich bekomme, das ist einmal dahingestellt. Also bis jetzt gab es keine Reaktion und ja, bin ich gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall wird dieses Video für Flixbus nicht besonders gut ausfallen, sage ich mal so. Und mich haben sie als Kunden auf jeden Fall verloren. Ich werde auf jeden Fall niemals wieder mit Flixbus fahren. Flixtrain. Flixbus war immer super. Aber Flixtrain, dieser Train, das war das Schlimmste. Ey, ganz ehrlich, da hatte ich schon miese Flüge, weiß ich sonst wohin. Aber das war das Schlimmste, was es gibt. So, jetzt ganz kurz nochmal ein kleines Update. Ich habe ja die Rechnung eingereicht bei Flixtrain. Und ja, das ging auch alles ziemlich unproblematisch. Ich habe das per Mail eingereicht. Erstmal haben die dann mir eine Bestätigung nach so ungefähr einer Woche, dass sie aber haben nur ein Ticket anerkannt. Irgendwie, da muss ich das zweite nochmal hinschicken. Und es war dann jeweils in der Verzögerung so von 2 Wochen, wo das Geld überwiesen. Also das hat jetzt anstandslos geklappt. War natürlich wieder ein bisschen nervig, das da alles immer einzureichen und so. Und ja, das war auch doof, dass man nicht gleich eine Bestätigungsmail bekommen hat. Aber es hat dann so, wie gesagt, eine Woche Bearbeitungszeit gedauert. Dann nochmal 2 Wochen die Überweisung. Ja, und das war's. Also hat alles geklappt.